So, Freunde, hallo, herzlich willkommen. Die Sommerpause hat immer noch nicht angefangen, das Transferfenster ist immer noch nicht offen. Und eigentlich habe ich auch noch zweimal Talentschmiede für euch in der Pipeline. Aber ich habe ja auch gesagt, ich möchte während der Sommerpause dieses Format nutzen, um neue, junge Transfers hier zu besprechen, um Fans von anderen Vereinen, die nicht Hertha sind, ihnen ihre neuen Spieler so ein bisschen vorzustellen und zu gucken, was haben die so drauf, was können sie erwarten und wo könnten sie vielleicht nach der Karriere dort erreichen, wo könnten sie vielleicht hinwechseln. Und ich werde jetzt die Videos, die für den Sonntag geplant sind, online lassen, aber wann immer jetzt so ein Transfer kommt und ich denke, dass es sich lohnt, dort ein Video zu machen, kommen die einfach spontan online und nicht wie sonst immer sonntags um 11 Uhr. Das machen wir dann erst wieder ab August, September, wenn die Saison wieder losgeht. So, und jetzt kümmern wir uns um Jamie Leveling. Und es war ja schon lange Thema, es war ja schon lange irgendwie in der Presse, dass er wohl von Greuther Fürth zu Union Berlin wechselt nach dessen Abstieg. Und seit wenigen Minuten ist es offiziell. Wir gucken ihn uns jetzt mal an. Jamie Leveling ist 21 Jahre alt, 1,84 Meter groß und auf der hängenden Spitze beheimatet. Da ist dann natürlich die Frage, ob Union Berlin mit hängender Spitze spielt oder mit richtigen Neunern. Aber er kann natürlich auch rechtes Mittelfeld spielen und Außenverteidiger. Und da passt er dann natürlich viel besser ins Bild, meiner Meinung nach, denn mit rechtem Mittelfeld spielt Union Berlin natürlich und Außenverteidiger hat eigentlich auch jeder Verein im Prinzip. Er ist deutscher Nationalspieler, er kommt also aus Deutschland, hat aber auch die ghanaische Staatsbürgerschaft aufgrund seines Vaters, aktuell einen Marktwert von 4,5 Millionen Euro und wechselt jetzt halt eben im Sommer zu Union Berlin und unterschreibt dort laut Transfermarktangaben bis 2026. Es ist nicht offiziell in einer Pressemitteilung festgehalten. Schauen wir uns mal seine Statistiken an. Insgesamt spielte er in der zweiten Bundesliga 46 Mal, schoss 4 Tore und legte 3-mal auf. In der Bundesliga spielte er 33 von 34 möglichen Spielen, also sehr stark, schoss 5 Tore und 2 Assists. Und im DFB-Pokal spielte er in 3 Saisons insgesamt 5 Spiele. Und in diesem Jahr schoss er sogar 1 Tor, und zwar beim Erstrundenaus der Fürther in Babelsberg müsste das gewesen sein. Und da sind wir auch schon beim Thema. In der diesjährigen Saison bei Greuther Fürth spielte er 33 Spiele in der Bundesliga, schoss 5 Tore mit 2 Assists und spielte eben dieses eine Pokalspiel, wo er einmal für die Fürther eben auch traf. Und wie ich schon sagte, er ist deutscher Nationalspieler oder U-Nationalspieler. In der U19 spielte er 3-mal, in der U20 spielt er auch 3-mal und schoss 1 Tor. Und in der U21, in der er jetzt regelmäßiger zu finden sein wird und unter Stefan Kunz auch schon war, spielte er 7-mal und schoss 1 Tor. Und ja, gut, es ist jetzt schwer zu sagen, wo er als nächstes hingeht, da er ja jetzt erstmal einen 4-Jahres-Vertrag bei Union Berlin hat. Aber selbst wenn er den erfüllt, dann wäre er 25. Selbst wenn er nochmal dran ist, ist er 27, dann geht noch ein fetter Vertrag. Ich könnte mich in erster Linie erstmal bei diesem Transfer wieder aufregen, weil, gut, ich bin zwar Hertha-Fan und dann regt mich so ein Transfer halt auf, aber man muss halt auch mal wieder Props an Union raushauen, weil die hauen halt teilweise auch Transfers raus, die du überhaupt nicht nachvollziehen kannst. Und trotzdem funktioniert das wieder wie auf Anhieb. Und so ein Transfer wie Jamie Leveling ist wieder ein Statement, was Union Berlin aktuell ist in Deutschland. Und deswegen passt er doch perfekt rein. Und deswegen regt mich das ja auch so auf, weil das wieder 100% matchen wird dort. In Berlin, da wird er perfekt reinpassen in dieses System. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich der Fußball da nächstes Jahr verändern wird. Union Berlin steht ja eben ein Umbruch an. Und wenn wir jetzt auf Jamie Leveling gehen, dann würde ich sagen, ja,
Ich denke mal, so Bayer Leverkusen, Gladbach, Frankfurt kann man nochmal eine Stufe über Union stellen, auch wenn Union jetzt zweimal ins internationale Geschäft gekommen ist. Und Gladbach eben nicht. Rein vom Gehalt her, rein von der Tradition her, vom Standing her, sind die bestimmt nochmal eine Stufe höher. Deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn er nur diese 4 Jahre bei Union bleibt oder selbst wenn 6 Jahre sind, könnte er dann 2027 immer noch wechseln und dann wahrscheinlich Leverkusen, Gladbach, Frankfurt oder wahrscheinlich auch irgendwie Dortmund irgendwie so. Oder vielleicht komplett ins Ausland. Wer weiß, wie weit er dann schon ist. Vielleicht wird er auch der neue Abonnent hier und geht dann für 30 Millionen in die Premier League. Jedenfalls ist Union Berlin für ihn nur eine Zwischenstation. Da bin ich mir 100% sicher. Und er ist ein Riesentalent. Es wird bestimmt auch nicht mal lange dauern, bis er in der Nationalmannschaft spielt. Und ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt auf die nächsten Jahre mit Jamie Leveling. So, wahrscheinlich ist das Video jetzt wieder ellenlang geworden. Ich weiß es nicht. Aber ich bin gespannt und ihr könnt mir gerne mitteilen, wo ihr Jamie Leveling seht, wie ihr diesen Transfer vor allem seht. Und ja, ansonsten kennt ihr das Prozedere. Wir hören uns dann zu den nächsten Folgen. Die nächste Talentschmiede kommt ja dann schon am Sonntag. Ansonsten morgen gibt es noch eine Talentschmiede, weil ich habe noch einen zweiten Transfer vorbereitet. Dann natürlich die Europa League. Hertha spielt am Donnerstag, am Freitag ist nochmal Relegation und ansonsten einfach immer die Upload-Pläne auf Instagram checken. Das war's an dieser Stelle. Ahori und Tschüsselü.